Verdammte Scheiße, halten Sie an. Motherfucker, bleib stehen. Komm her, großer Junge. Komm her. Ey, Mann. Bleiben Sie stehen, Mann. Was denn, Mann? Was denn, Mann? Was hast du gerade am Polizeiautomat gemacht? Was hab ich denn gemacht, Mann? Verdammte Scheiße, du lernst es nie. Alter, bist du bescheuert, Mann? Komm her, Mann. Alter, verpiss dich, Mann. Verdammte Scheiße, Mann. Ihr wollt mich schon wieder verprügeln, ihr scheiß Wichser, Mann. Verdammte Scheiße, Mann. Du glatzköpfiger Fettsack, Mann. 99 für 96 kommen. Verdammte Motherfucker, Mann. Ich halte ihn fest, Nummer. Hau drauf. Alter, hier liegt doch schon was vor dir von mir. Aua. Verdammter Wichser, Mann. Jetzt lernst du es mal. Alright. Wir können los. Exzellente Technik, Captain. Yep. Ja, gut. Sind jemand diese 99 hier im Auto? Ich bin in 99, Mann. Ja, dann wurden sie gerade von der 96 angefunkt. 96, ich höre, Mann. Vor mir steht ein Bewerber, möchte sich als Police Officer bewerben. Komm. Ich komme jetzt zurück zum PD, Mann. 14-4, 96 Ende. Omar, kann ich dir denn schon mal das Leitstellentelefon hier in die Hand drücken? Dann bin ich schon mal los. Omar, Mann! Hat die Sprache verschlagen. Yep. Ja, ich nehme ihn. Ja, das ist halt so ruhig gewesen, glaube, Mann. Ich glaube. Scheiße, Mann, sind Sie über 68 Meilen pro Stunde gefahren, Mann? Anscheinend. Nein, natürlich nicht. Über 80 Meilen pro Stunde irgendwas? Nee, eigentlich nicht. Verdammte Scheiße, Mann, wirklich? Oh, auf jeden Fall. Glaubst du, sei ein bisschen zu schnell gefahren? Fuck, Mann, ich wusste doch, dass es das stimmt aus dem Film, Mann. Ja, 96 für die Leitstelle kommen. Sein Netz. Hat das geklingelt? Sind einfach verschwunden. Haben einfach direkt mitgenommen, waren zu schnell. Verdammte Scheiße, Mann. Wurden wir entführt? Sind wir jetzt wieder zurückgebracht worden? Und wir wissen nichts davon? Ich habe keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, die Sonne steht anders, Mann. Bisschen tiefer als sonst, ne? Ja. Ja, scheiße. 96, hört sie kommen. Wir brauchen mal eine Abholung. Ich funke mal. 96, wir brauchen mal eine Abholung an der Mautstelle, an der großen Mautstelle. Unser Fahrzeug ist für DeLorean und wir brauchen jetzt hier mal einen Pickup. 14-4 an der westlichen, kommen. Ja, an der großen, Mann, auf der Brücke. Alles klar, ich komm vorbei, komm. Ja, super. Captain, kommen Sie mal von der Straße runter, wenn jemand durchrast. Ja. Yeah. Nicht das Auto kommen wieder zurück. Verdammte Scheiße, Mann, wie kann sowas passieren? Das ist bestimmt von den Kommunisten ein Auto da und so war angewidert. Musste los. Gott sei Dank ist Dukes gleich um die Ecke, Mann. Ja. Yeah. Ja, das ist auf jeden Fall merkwürdig. So wie ein merkwürdiger Haarschnitt, Mann. Deswegen trage ich dir extra eine Mütze. Ja, tragen Sie die weiter, Mann. Je. Yeah. Gute Arbeit da hinten nochmal, Mann. Wir haben den gut gegeben. Je. Yeah. Knüppeltechnik immer weiter perfektionieren. Yep. Alter, kommen schon. Ich gehe auf die andere Seite. Ja, können Sie mich erstmal am Bohren rausschmeißen, Kollege. Geht das? Das kriegen wir hin. Was denn passiert? Ja,
Mein Kollege ist über 80 Meilen die Stunde gefahren und Sie wissen, was dann passiert, Mann. Ich verstehe. Jupp. Also fahren bitte nicht so schnell. Jupp. Wollen nicht wieder laufen oder so. Ich kenne die Strecke, alles gut. Gestern gab es übrigens eine gute Zusammenarbeit zwischen Bowen und Dukes. Das haben sie gemacht heute auch schon den ganzen Tag. Wir haben vom Captain Cannon die Waffe wiedergeholt. Von dem Fastfuck-Mann. Der Fastfuck-Mann hat die Waffe geklaut vom Captain Cannon, Mann? Genau, und die haben wir wiedergeholt gestern. Fuck, Mann. Was ist denn hier der schnellste Weg? Ich fahre jetzt einfach mal so. Wer von diese Fastfuck haben geklaut? Rechts? Genau. Ne, wer von diese Fastfuck? Achso, der Mr. Fuck. Links. 11. Mr. Fuckmann? Genau. Wir haben uns davor mit Karate-Moves komplett durcheinander gebracht. Aber jetzt klappt es wieder ganz gut. Ja, sehr gut. Gut gemacht. Ja, das ist gemeingefährlich, die Fucks. Richtig. Der hat es geschafft, 4 Officer innerhalb von einer Sekunde zu Boden zu bekommen. Oh Gott. Seinen Moves. Warum denn jetzt wieder rechts? Ja, ich finde es jetzt schon. Okay, perfekt. Ja, dann viel Spaß im Dienst. Ich trage mich auf den Computer noch raus. Bis dann, Mann. Alles klar. Okay, danke. Tragen uns bitte in eine Streife ein. Natürlich. Erstmal zum Bewerber. Jupp. Oh, ah, geblieben. Pass uns hier immer von der Ostbrücke an. Das ist ein bisschen einfacher, das hier zu finden. Ich war nicht drauf, Arthur, verdammte Scheiße, Mann. Wir haben da vorgehalten. Außerdem fahre ich nicht. Motherfucker. Aber diese Mo sind schon komischer Typ. Wissen nicht, ob können vertrauen. Wem denn? Der verkauft seine Autos, Mann. Was meinen Sie, das Autohaus hier oben? Ja, Erotic House, Mann. Haben Sie das gesehen? Da sind vier rote kommunistische Fahrzeuge. Ja, verdammte Scheiße, Mann. Haben wir schon gesehen, deswegen waren wir da. Achso, da haben wir gestern schon Ermittlungsarbeiten gemacht. Oh, fahren wir nicht so schnell. Okay, alles gut. Was ist denn heute los? Ja, der Räumtyp ist morgen weg, aber ich... Ganz ehrlich, Mann. Das ist doch ganz cool, dass unsere größten Probleme irgendwelche Autos mit irgendwelchen Sternen drauf sind, Mann. Yeah. Das stimmt. Warum darf ich hier nicht so schnell fahren? Einfach, weil wir gerade verdeloriant wurden, Mann. Darum waren wir doch... Darum hatten wir das Ursprungsproblem. Verstehe. Yeah. Yeah. Wer ist denn der Bewerber, Mann? Keine Ahnung. Er meinte, er wäre jetzt gestern schon mal hier gewesen, aber gestern waren wir echt notdürftig besetzt. Da waren, glaube ich, nur Akaori und ich im Dienst. Ja, ist ja Wochenende, Mann. Muss man auch mal frei machen. Cool. Ein Stück Waffe weg. Was geht ab, Mann? Wollen Sie zu mir? Ich glaube, ich wollte zu Ihnen. Sie sind der Captain, ist richtig? Yep. Ich wollte mich bewerben hier beim PD. Man setzt sich erstmal hin. Alles klar. Scheiße, Mendoza, Mann. Warum haben wir eigentlich nur Wodka, Zigaretten und Wasser in unserem fucking Kühlschrank im PD? Ich weiß es nicht. Das ist nur Jacoby hat ihn letztens aufgefüllt. Wer hat den letzten aufgefüllt? Jacoby. Verdammte Scheiße, Mann. Jacoby hat nur Wodka, Zigaretten und Wasser geholt, Mann. Scheiße. Hier. Müssen wir ändern. Kaufen gleich mal ein. Ich sag's dir nur. So, Mann, kommen Sie.
Scheiße, Mann, sie stellen sich in die Mitte, verdammte Scheiße. Okay, wie heißen Sie, Mann? Okay, Sie sprechen bitte laut genug, dass ich Sie hören kann, Motherfucker. Lauter. So? Gut, Mann. Also ich bin der Herr Karl, Karl Wagner. Scheiße, Mann, Karl Wagner. Ist richtig. Okay, und was wollen Sie? Ich würde mich gerne als Officer bewerben. Und war auch schon gestern hier, war nur leider keiner da. Yep. Oh ja, und ich möchte die Stadt in Ordnung halten und dem PD aushelfen. Scheiße, Mann, was bringen Sie für Qualifikationen mit? Sportlich, Geschicklichkeit. Ich habe immer ein offenes Ohr in der Stadt. Können Sie lesen? Ich kann lesen. Okay, sind schon überdurchschnittlich qualifiziert. Oh, das hört sich ja schon mal gut an. Okay. Was noch so? Irgendwas Besonderes? Haben Sie eine Sucht? Ich bin Raucher, wenn Sie das als Sucht meinen. Nein, Mann, ich meine nicht, was Sie für Gesundheit tun. Ich meine, ob Sie süchtig sind. Crystal Meth, Heroin, irgendwas? Nee, nix, gar nichts. Cool, cool. Okay. Mit sowas habe ich nichts zu tun. Aber was haben Sie gemacht, bevor Sie sich hier beworben haben, Mann? Ich habe in der Stadt gearbeitet, als LKW-Fahrer, habe Briefe ausgetragen, Möbel ausgetragen. Sowas habe ich getan. Right. Gut. Hier, wann können Sie anfangen? Sofort. Jetzt, hier und gleich. Wir haben grundsätzliche Arbeitszeiten so von Montag bis Freitag ab 18 Uhr circa. Wochenende steht jetzt so mehr oder weniger frei. Ich bin auf jeden Fall nicht da. Weil scheiß Wochenende, Mann. Das als Captain kann ich verstehen. Ja. Aber ich bin da. Okay. Also, mein Name ist Harris Packer. Ich bin Captain vom LCPD. Und wir haben zwei unterschiedliche Departments. Das ist einmal das, was ich hier leite und einmal das, was in Bone ist. Das wird von den Captain Cannon geleitet. Und ja, wir arbeiten gerade ein bisschen zusammen, machen dies, das, Ananas. Ja. Sonst gibt es keine großen Sachen. Interessant. Können Sie mit dem Schlagstock umgehen? Schlagstock habe ich schon mal gesehen. Umgehen kann ich lernen. Ich glaube aber schon, dass ich es kann. Gut, dann sind Sie eingestellt, Mann. Kommen Sie ein bisschen näher. Okay. Machst du erstmal zum Kadetten? Kommen Sie, Wagner. Das freut mich. Verdammte Scheiße, diese Stühle, Mann. Uiuiui. So. Prägen Sie sich das hier bitte ein. Versuchen Sie sich nicht zu verlaufen. Ist manchmal ein bisschen schwierig, Mann. Okay. Also Sie sind vorne durch die Tür gegangen und wir haben hier so eine zwei Doppeltüren an der linken und an der rechten Seite. Sehen Sie die? Ja, ist richtig. Da gehen Sie jetzt einmal entweder links oder rechts rum. Wir gehen jetzt rechts rum. So, entspannen Sie sich mal kurz. Oh. Sie sind nicht entspannt, Mann. Oh, ja. Sie entspannen sich immer noch nicht, Mann. Hey. Gucken Sie mal, wie entspannt ich bin. Ich seh's. Wie, ich kann mich gar nicht entspannen. Ich habe gerade irgendwie einen steifen Rücken. Verdammte Scheiße, Mann. Dann kommen Sie mit runter. Aber passen Sie auf, dass Sie nicht mit reinlaufen und passen Sie bei der Treppe auf. So, am besten ist es, wenn Sie sich unten nochmal entspannen können, aber wenn Sie nicht können, dann können Sie nicht. Ich entspanne mich nochmal. Sehen Sie, wie entspannt ich bin, Mann? Vollends entspannt. Ich seh's. Wissen Sie, wie glatt der Boden ist, Mann? Er spiegelt sich. Jü. Ist auch ein bisschen gefährlich. Das wird der große Einsatz, wird der große Teil Ihres Polizeidienstes sein, hier unten übrigens. Okay, den Boden putzen? Nein, nicht den Boden putzen, Mann. Sich entspannen. Okay. Cool. Warten Sie noch eine Sekunde, ich will noch einen Moment mit mir sein. Okay, ich mach weiter. Let's go. Verdammte Scheiße, Sie müssen sich unbedingt entspannen, Mann. Sie sind wie ein Geist. Ja. Ich muss das mit meinem Rücken klären, dann werde ich mich auf jeden Fall auch entspannen mit Ihnen. Das ist gar kein Problem. Verdammte Kacke, Mann. Okay, das ist hier zum Indienst gehen, wenn Sie hier an den Schrank treten, können Sie deine Uniform rausnehmen und suchen sich mal eine aus. Ich kann es natürlich gerade nicht sehen, weil Sie nicht entspannt sind, motherfuck. Blau lang? Das ist mir eigentlich egal. Blau kurz, blau lang. Ich bin für kurz. Suchen Sie sich aus.
Hab ich. Cool. Steht ihn. Danke ihn, danke ihn. Hier. So, hier drüben. Hier gibt's hier Ausrüstung. Sie nehmen sich hier bitte die normale Ausrüstung raus. Schlagstock, Taschenlampe, Taser, Waffe. Haben Sie alles? Hab ich. Ja, selbstverständlich. Okay, kommen Sie mit. Wir gehen wieder zurück. Laufen Sie hin, Mann. Quergängig hier. Ja, das ist einfach. So, und jetzt gehen Sie wieder hoch hier. Und immer wenn Sie aus der Treppe rauskommen, sind Sie entspannt. So wie ich gerade. Alles klar. Verdammte Scheiße, Mann. Muss unbedingt zur Physiotherapie, das geht so nicht. Das verstehe ich, Mann. So. So, das ist der Kollege Mendoza und der Kollege Omar. Dirk. Bin der Herr Karl. Wagner. Das ist Karl Wagner. Ist jetzt eingestellt. Kadett. Bisschen auf der Streife, dies, das. Bisschen niederknüppeln, man kennt es. Ist Nummer 86? Ja, ich habe die Dienstnummer noch nicht gegeben, aber ich gehe nochmal rein und vergebe sie. Ich bin gleich wieder da. Ja. Es gibt eine Tastaturbelegung, aber entweder ist seine Tastatur kaputt oder er hat sich die Scheiße nicht durchgelesen, Mann. Kann ich halt nicht ändern. Ich kann ihn halt nicht sagen, drück mal auf R. Das geht halt einfach nicht. Okay, Sie haben die Dienstnummer 86. Das freut mich. Cool. Oh, ja, jetzt ist die Verspannung ist gelöst. Ich hab's. Der Mann konnte sich die ganze Zeit nicht entspannen. Oh, Mensch, ich hab... Und das ich heißt Police ganz, Officer, Mann. Ja, ich hab einen Krampf gehabt im Rücken. Ich hab einen Krampf gehabt. Yep. Aber der ist raus. Gut, Mann. Okay, dann machen wir eine Zweierstreife. Ich schnapp mir Omar und wir machen so Russen-Mikado und versuchen, die zum Fallen zu bringen. Mendoza, no. Sie schnappen sich den Neuen und gucken mal, dass sie ein bisschen einweisen, was so los ist in der Stadt und so weiter. Genau. Gestern Captain, stand auch wieder so ein Kommunistenfahrzeug am Busbahnhof. Von daher. Yeah. Kommen mal mit, zeigen Ihnen mal was. Yeah. Alles klar. Ich glaube, Sie haben mittlerweile müssen mal Brille putzen. Was denn? Ja, da war ganz viel Cola und so drin. Also ich weiß nicht. Verdammte Scheiße. Ich glaube, sie haben so viele Kommunisten gesehen. Schrank hier. Ja. Ja, gucken da mal rein. Das sind alles deine Skubbel-Gubbels und alles. Oh, verdammte drin. Scheiße, ich habe ins falsche Fach geguckt, Mann. Scheiße. Wer hat denn, warum stehen denn hier 38 Liter Cola, Mann? Wer soll denn 38 Liter Cola trinken, Mann? Das sei doch gut. Haben wir gerade extra nochmal nachgekauft, weil wir dachten, hier wäre nichts. Ja, weil sie gesagt haben, sei nichts da. Verdammte Scheiße, Mann. Ordentlich eingekauft. Verdammte Scheiße, Mann, das sind einfach... Oh Gott. 40 Portionen Pommes. Wer soll das war das Erwartenfach, was sie aufgemacht hatten. Ja, yeah. Kann sein, Mann. Aber ich nehme jetzt auf jeden Fall eine Cola. Beste Ernährung ist hier drin. Ich nehme ein paar Wings. Pommes, Mann. Pommes Frites. Cool. Sehr gut. Schreifen. Okay. Mendoza. Ah, das ist dann schon raus. Okay, ihr seid in Streife 2.
Sie haben die Streifen Nummer 2, Sie gehen jetzt raus zu Mendoza und lassen sich verfickt nochmal an die Streife richtig einteilen und lernen von jemandem. Alles klar. Cool. So. Wo ist Mendoza? Mendoza meinte, er müsste kurz nochmal pinkeln gehen. Der wäre gleich da. Alles klar, dann warten Sie draußen auf ihn. Wir holen uns ein neues Fahrzeug. Ich habe doch gewusst, dass Pommes und Cola kommen gut an bei Ihnen. Hier. Gutes, altes, amerikanisches Gericht. Ja. Yeah. Und gut für den Energiehaushalt, Mann. Wir haben gehört, viel Zucker sei gut für Körper. Ja. Yep. Mit Kraft und Energie. Wenn man sich lang bewegen kann. Ja. Yeah. So, schauen wir mal, was wir hier nehmen. Okay, was haben wir denn hier? Nehmen wir den, Mann. Okay. Alright. Dann legen wir los. Heute schon irgendwas Besonderes gewesen? Neben der Tatsache, dass wir da gerade irgendeinen Typen zusammenschlagen mussten, Mann? Nee. Cool. Was will der denn? Ich frag nochmal nach. Nicht, dass der Neue da gleich Fragen hat, Mann. Herr Kapitän. Schönen guten Tag, was kann ich für Sie tun, Mann? Ja, mir wurde gestern von einem von Ihren Kollegen mitgeteilt, dass Sie noch tatkräftige Officer suchen. Verdammte Scheiße, ja, wir brauchen immer Officer. Was hat das jetzt mit Ihnen zu tun, Mann? Ja, ich würde gerne die Stelle einnehmen. Was wollen Sie einnehmen, Mann? Die Stelle des Officers. Was bringen Sie denn für Qualifikationen mit, Mann? Ich bin ehemaliger Polizeimediator aus Bern. Sie sind was für ein Mediator aus woher? Polizeimediator, der Berner Polizei in der Schweiz. Scheiße, Mann, Sie kommen aus der Schweiz hierher? Ja. Aus nachvollziehbaren Gründen wohlgemerkt. Wieso denn, Mann? Naja, ich habe mitbekommen, dass die Kriminalität hier in Liberty City etwas erhöht ist. Ja, weil die ganze Zeit diese scheiß Ausländer über die Grenzen kommen, so wie Sie, Mann. Ja, aber ich bin doch Kapitalist durch und durch, so wie Sie auch. Verdammte Scheiße, Mann. Okay. Sie wollen Polizist werden? Ja, selbstverständlich. Ich bin überzeugt, Mann. Sie sind viel zu piekfein angezogen, Mann. Sie können lesen? Ja, ich bin studierter Psychologe. Verdammte Scheiße, Sie sind massiv überqualifiziert, Mann. Ja, mit der Böde kann ich leben. Wie war Ihr Name nochmal? Dieter Strobel, mein Name. Freut mich sehr. Strobel. Scheiße, Mann. Ich bin nicht überzeugt, Strobel. Nicht überzeugt? Nein, ich denke, Sie kommen später vielleicht mal wieder. Ich habe heute schon jemanden eingestellt, der kann lesen. Und das reicht auch. Und weiß ich nicht, Psychologen und so ein Scheiß. Den brauche ich nicht ganz, Mann. Wie wollen Sie mir denn in den Kopf gucken, ganz ehrlich? Ihnen möchte ich gar nicht in den Kopf gucken. Ja, aber immer wenn ich mit einem Psychologen rede, habe ich das Gefühl, der versucht es, Mann. Na, das muss man sich abgewöhnen auf Dauer. Yeah. Aber heute kann ich Sie nicht einstellen, Mann. Okay, eventuell morgen dann nochmal. Morgen werde ich Sie wahrscheinlich auch nicht einstellen können, Mann. Versuchen Sie eine Woche später wieder, Mann. Eine Woche später? Das wurde mir auch schon letzte Woche im Boden gesagt. Leider ist der Captain da, nicht da. Ja, verdammte Scheiße, Mann. Haben Sie heute einen ziemlichen Unglückstag. Aber versuchen Sie es im Boden abwechselnd einfach. Dann können Sie jede Woche irgendwo hingehen, Mann. Ja. Yep. Der Kapitän im Boom ist jetzt morgen wieder da, richtig. Dann versuchen Sie es morgen da und nächste Woche hier.
Sehr gern. Immer montags, 18 Uhr, 19 Uhr. Jupp. Ich danke Ihnen, ja. Was glaube ich denn, Mann? Eventuell bis nächste Woche. Alright. Ein Studierter. Ja, ein bisschen merkwürdig, der Typ, Mann. Ich meine, ich habe schon komischer Akzent, aber er redet auch so komisch. Das ist nicht komisch, Mann. Das ist steif. Meinen doch. Yep. Schauen wir mal, was hier los ist.